ausgezeichnet. Gut, also rein theoretisch haben wir immer noch 0 Tode. Also wir haben zwar einen, aber ich weiß nicht, ob ich den überhaupt... So, für mich zähle ich den, glaube ich, gar nicht mit, weil, wie gesagt, das ist wirklich dem Leck. Dem Leck und dem Internetabbruch geschuldet, dass wir da gestorben sind. Sonst wären wir da nicht gestorben, 100 pro nicht. Aber gut. Dann sei es rum. Das war nur ein Vorgeschlag. Das haben wir wenigstens auch mal im Let's Play gesehen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Ist ja auch wichtig. Auch wenn unsere Gegner stark sind, ich ergebe mich nicht. Ich bewundere uns. Da ist es alles klar. Alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, da geht's weiter, da müssen wir hier erstmal. Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? Niemand sonst würde uns in solche Gefahr stürzen. Das ist natürlich die Frage. So, wir aktivieren das Schattenschloss hier auch. Alter, what? Lol, 3k Damage. Magische Handarmbrust. Dann haben wir jetzt die magische Handarmbrust, Leute. Blute abschauen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Dass wir so schnell wieder eine Waffe finden, die so krass viel besser ist. Und somit haben wir die 3000 jetzt auch voll. Sehr schön. Und jetzt müssen wir genau da oben hin, wie ich doch gesagt habe, dass da was ist. Das muss das Schattenportal sein. Lasst es uns hinter uns bringen. Ja. Die Horadrim haben all das getan, um meinen Körper fortzuschließen. Sie müssen sehr. Was ist mit dem? Hallo, was mit ihm? Gewesen sein. Ihr habt sie alle verraten. Natürlich hat es euch angesprochen. Sie waren niemals besonders fantasievoll. Vergeltung! Kriegen wir zu den grünen Gespenstern hier nichts gesagt oder haben wir die schon mal getroffen? Oder Schattenpirschern. Aber ja doch, ich kann mir gut vorstellen, dass das hier quasi die finale Quest ist oder eine. Oder die vorletzte Quest. In diesem Akt. Blute abschauen! Sehr großes Gebiet hier wieder, wo man noch überall lang laufen kann. Das werdet ihr nicht überleben. Und irgendwer wird dann wahrscheinlich. Ich bin mir gar nicht mal so krass sicher, ob Zoll. Ob Zoltunkul jetzt der Boss ist. Es wird bestimmt einen geben, der seinen Körper noch bewacht. Das wird bestimmt jetzt hier für diese Höhle zumindest erstmal der Boss sein. Und hier ging es nicht weiter, okay. Gut zu wissen.
Boah, der Templer. Rache ist süß. Was? Ach, scheiße. Ich bin lost, da oben ging. Ich meine, gut, das ist ganz gut. Denn somit haben wir das hier unten noch erkundet und müssen dann nicht später den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Aber ich habe da überhaupt nicht gesehen, dass es doch da oben rechts noch weitergeht. Es sieht hier aber schon so ein bisschen nach Hölle aus, ne? So nach Hölle und Zerstörung irgendwie. Überleben. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, dann leg halt was weg, damit du es kannst. Siehst du, da ist nämlich auch ein leerer Socke drin und das gibt mir bei allem mehr. Was gibt mir bei sonstiges etwas, was ich auch wirklich gebrauchen kann? Vitalität? Okay, das ist Lebenserhöhung einfach nur. Warum eigentlich nicht? Je mehr Leben, desto besser. Felsenfester Schmetterer. Okay, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, aber kann ich verkaufen dann, schätze ich mal. Ja, ich will alle gelben Items mal einmal aufnehmen und gucken, ob sie besser sind. Guck mal hier. Die ist ja noch geiler. So schon noch geiler. Und dann kann ich da noch den hier machen und da machen wir 4000 Schaden. Dass wir so krass noch upgraden. Alter Schwede, finde ich aber geil. Der reinen Dunkelheit. Ich kann kaum atmen. Ach, da haben wir's ja. Ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit mir zusammen und wir können die Welt beherrschen. Nein, das ist genau das, was ich mir schon gedacht habe. Ich kann mich nicht mit jemandem zusammentun, dem ich nicht traue. Schweigt! Es war doch klar. Ich habe Kults Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ja doch. Das ist doch... Das ist literally genau das, was er gerade gesagt hat, was er machen wird. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Das glaube ich momentan aber eher weniger. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Oh. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern.
Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ja, das ist wirklich ganz toll für dich. Liebe. Gern geschehen. Vergesst nicht euren Teil der Abmachung, Kull. Gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell, in mein Sanktum. Mhm. Ich bin ja mal gespannt. Ob der uns jetzt in den Hinterhalt lockt oder ob es tatsächlich uns den jetzt einfach übergeben wird, weil das doch sein ganzes Lebenswerk gewesen. Ob der das einfach so macht? Endlich kann ich mein Lebenswerk vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Sag mal, was hast du eigentlich nicht daran verstanden, dass ich da keinen Bock drauf habe? Verstehe ich nicht. Ja, ich wusste es. Es war doch so klar. Nicht genug Hass. Lol, ich dachte, der Typ ist krass, aber der ist ja low. Guck euch das mal an. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Es war so klar. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit gehofft, vielleicht macht das doch nicht. Ohohoho. Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt soll... Oh Gott, jetzt habe ich das ein bisschen abgekattet, tut mir leid. In diesem Stein sind nun 5 Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adria. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltun Kults gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Okay, dann geht's jetzt wieder zurück ins versteckte Lager und damit beende ich die Aufnahme dann auch. Ich muss zurückkehren. Für heute. Wir reden dann mit denen im nächsten Part und schauen mal, was jetzt weiterhin zu tun ist. Ich verkaufe mal noch schnell den ganzen Kram hier. Ich kann gar nicht glauben, was die Leute alles wegwerfen. Wollt ihr etwas davon kaufen? Wobei wir eine Sache nochmal vorher machen werden. Wir werden auf jeden Fall nochmal hier. Genau. Das ist halt das Ding, ne? Wesentlich mehr Damage. Aber diese Bounce-Wahrscheinlichkeit ist dann nicht mehr da. Ach so, und sie machen sogar mehr Damage. Guckt euch das mal an. Beim letzten 800% mehr Damage. 50% mehr Schaden. Dann kann ich das nicht machen. Diese Gürtel sind aber nice. Die lege ich mir weg. Huch. Aber ich bleib bei dem Gürtel. Also da muss schon wirklich auch einer kommen, der auch diesen Bonus mit den Granaten hat, damit ich den wechsle. Gut, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im eventuell Finale vom zweiten Akt wieder, je nachdem, was jetzt noch kommt. Bis dahin, Leute, und ciao.